Guten Abend zur Phoenix-Runde. Es ist das Prestigeobjekt der Bundesregierung, die Energiewende. Doch mittlerweile fragen sich so einige, wie soll die noch gelingen? Ein Problem nach dem nächsten macht den Ausstieg aus der Atomenergie und den Einstieg in den Ökostrom zum Schreckgespenst. Denn am Ende scheint der Verbraucher die Zeche zu zahlen. Verstolperte Energiewende zu teuer und ungerecht? Darüber wollen wir heute diskutieren. Bei mir sind Andreas Kuhlmann vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Er sagt, 20,4 Milliarden Euro für erneuerbare Energien werden im kommenden Jahr über die Stromrechnung umverteilt. Das ist eine gewaltige Summe, die den Handlungsdruck auf alle Akteure erhöht. Cordula Tutt, Journalistin bei der Wirtschaftswoche. Es sei eine eher doppelzüngige Argumentation im Gang, sagt sie. Ja, Stromkosten steigen, Heizöl und Sprit jedoch haben deutlich stärker zugelegt. Warum bemitleiden nun die Chefs großer Energiekonzerne auf einmal ihre Kunden? Uwe Lepprich, Ökonom von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes und am Saarbrücker Institut für Zukunftsenergiesysteme. Er sagt, das Erneuerbare Energiengesetz ist weltweit das erfolgreichste Instrument für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Es war bislang nicht nur äußerst effektiv, sondern bei einem intelligenten Verständnis von Ökonomie auch effizient. Und Christiane Grefe, Journalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Mit einer kleinkarierten Strompreisdebatte redet die Regierungskoalition die Energiewende herunter, findet sie. Hinter der Verzögerungsstrategie steckt ein Verteilungskampf um den Markt der erneuerbaren Energien. Frau Grefe, aus dem Willen, aus der Atomenergie auszusteigen, ist ein Mammutprojekt geworden, die scheinbar kaum noch zu lösen ist, diese Situation. Wächst die Energiewende letztendlich gerade allen über den Kopf? Also jedenfalls suggeriert das diese Debatte. Ich bin übrigens nicht der Meinung, dass das Problem nicht zu lösen ist. Das ist sehr wohl zu lösen. Es gibt Unmengen von Gutachten und Szenarien, die beschreiben, wie es gehen könnte. Es ist nur im Augenblick eine Stimmung und mein Eindruck ist, die wird auch durchaus erzeugt, die da so ein Verzagtsein mit aus meiner Sicht Scheinproblemen befördert. Und das finde ich sehr bedauerlich, weil es ja nicht nur ein Prestigeprojekt ist, sondern weil es richtig um was geht. Und es geht auch nicht nur um den Ausstieg aus der Kernenergie, sondern es geht gleichzeitig darum, uns von den fossilen Quellen zu befreien und eine klimataugliche Energiegrundlage zu schaffen. Also Riesenprojekt in der Tat. Und da finde ich die derzeitige Debatte um Strompreise maßlos übertrieben und unverhältnismäßig. Herr Lepprich, die bisherigen Maßnahmen, die von der Politik ergriffen wurden, da gibt es ja doch schon einige, einen Katalog, den wir da aufzählen könnten. Würden Sie die als richtig bezeichnen oder hangelt man sich da eigentlich immer nur so vom Nächsten zum Nächsten? Nein, also die meisten Schritte gehen in die richtige Richtung. Wir haben das EEG novelliert, das war richtig. Wir haben ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz novelliert, was wichtige Zeichen gesetzt hat, ein sehr gutes Gesetz geworden ist. Wir haben im Bereich der Mikro-KWK, also der kleinen dezentralen Anlagen, ein Förderprogramm, was auch vernünftig ist. Wir haben beim Netzausbau eine Reihe von guten Hausaufgaben auch schon gemacht. Also insofern gibt es da schon Schritte, die in das Gesamtbild passen. Mhm. An anderen Stellen sind auch noch Defizite, natürlich. Im Bereich Energieeffizienz zum Beispiel wird man sich sehr viel mehr wünschen. Da muss nachgearbeitet werden. Aber insgesamt die Richtung stimmt, das Tempo könnte ein bisschen schneller sein. Herr Kuhlmann, nun sagen die meisten Energieunternehmen, wir können ja auch nicht so richtig was dafür und wir leiden auch darunter und was sollen wir denn tun? Aber wird sich da nicht ein bisschen zu leicht gemacht? Gerade beim Kunden kommt es eher so an, wie wir können nichts dafür, macht ihr mal. Nein, also das ist gar nicht das, was die meisten bei uns sagen. Also ich glaube schon, dass die meisten Unternehmen bei uns sehr interessiert und engagiert sind im Bereich der Energiewende. Das merkt man auch, wenn man sich die Zahlen dann irgendwann mal anschaut. Also sehr viel wird investiert in erneuerbare Energien. Und natürlich ist merken die auch bei ihren Kunden, dass das Interesse an der Energiewende sehr hoch ist. Die bekommen es aber noch öfter zu spüren, wenn die Stromrechnung steigt. Und das ist natürlich für eine gute Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden immer bedauerlich. Und deswegen ist es für uns schon sehr wichtig, dass überall auch klar wird, was die Gründe für die Kostensteigerungen sind, ohne das an sich mit Hysterie zu begleiten. Aber Klarheit gehört schon auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Frau Tutt, glauben Sie, dass wir tatsächlich das Energiewendeziel irgendwann noch erreichen können, zumindest in dem Zeitrahmen, der gesetzt worden ist? Ja, also der Ausbau geht ja im Moment eher schneller vonstatten, als andere Dinge hinterhergebaut und organisiert werden können. Es ist eben aber kein so statisches Programm. Ich setze mir
Schritt 1, dann folgt der nächste und alle machen mit. Vieles ist ja noch unbekannt. Dinge, die da ineinander greifen müssen und vielleicht auch Fortschritte und neue Effizienz oder auch neue Speichermöglichkeiten. Viele Dinge, die die Energiewende befördern können, die sind noch nicht erfunden, sind noch nicht im Einsatz. Das ist ein Projekt, was wirklich vieles in unserer Gesellschaft verändert und deshalb nicht von Schritt A bis Schritt Z durchgedacht werden kann, sondern im Prozess werden sich die Dinge auch teilweise erst finden müssen. Also dieser Vergleich, dass das mit der Vernetzung der Menschen im Computerzeitalter vergleichbar ist, dass wir im Moment ganz anders kommunizieren, als wir es uns vor 20 Jahren vorstellen konnten. So etwas Ähnliches wird auch in der Energieversorgung eintreten. Aber die EEE-Umlage beispielsweise war ja doch relativ absehbar. Trotzdem jetzt der große Knall, ein Haushalt im Durchschnitt 60 Euro Mehrbelastung. Natürlich wird manchmal auch doch Panik gemacht oder nicht aufgeschlüsselt. Aber sind das nicht eben gerade Dinge, wo Fehler gemacht werden, wo da nicht richtig präpariert, vorbereitet wird, sondern so ist es jetzt? Naja, allgemein weiß jeder, die Energiewende wird kosten. Nur es wird natürlich ungern vermittelt, jetzt konkret wird es euch kosten. Also insofern ist das jetzt ein Punkt, wo man wirklich nicht mehr sagen kann, naja, irgendwann und wir können die Kosten verteilen. Es ist jetzt messbarer, aber ein durchschnittlicher Haushalt, die Zahlen, die sind immer ein bisschen schwierig. Aber nehmen wir mal an, 200 Euro im Jahr kostet ein durchschnittlicher Haushalt die EEG-Umlage und Kosten, die den Ökostromumbau bedeuten. Dann ist das aber doch was ich denke, was der übliche Haushalt schultern kann und wo andere Kosten sehr viel deutlicher zu Buche schlagen. Wir sprechen vom üblichen Haushalt, aber es gibt eben doch Menschen, die vielleicht sagen, für mich sind 200 Euro oder 60 Euro oder auch schon 30 Euro eine Menge. Wo das eben nicht bedacht ist, sind das immer diese kleinen Schritte, die gemacht werden, aber nicht bis zum Ende durchdacht werden. Das ist sicher richtig, aber ich finde, das ist ein Problem, das kann man lösen. Also die Haushalte, die das wirklich betrifft, die bekommen auch Wohngeld und die bekommen auch für andere tägliche Bedürfnisse eine staatliche Unterstützung. Das lässt sich sicherlich organisieren. Ich sehe es aber eigentlich ähnlich. Also die Zahlen sind ja sehr unterschiedlich, aber es gibt Berechnungen, dass es eben, also umgerechnet im Grunde ein Kinobesuch pro Monat ist, auf den man dann verzichten muss. Wobei dieses Verzichten natürlich immer gegengerechnet werden muss gegen den Nutzen. Und das ist das, was mich am meisten stört an der Diskussion, dass der Nutzen dieser kleinen Investitionen, die man am Anfang tätigen muss, langfristig einfach gigantisch ist. Aber das muss ja irgendwo herkommen. Also ich denke, dass ja nun der Bürger natürlich erst einmal seine Rechnung sieht und sagt, Mensch, irgendwas stimmt da nicht, das ist mal wieder teurer geworden, das ist die erste Reaktion. Aber fehlt es da nicht auch tatsächlich an Aufklärung? Also einfach zu erklären, das ist deswegen und deswegen und wir bereiten euch darauf vor. Das ist richtig. Es fehlt an Aufklärung und das Erste, was man sagen muss, ist, dass bei der Preissteigerung, die jetzt immer genannt wird von 5,23 Cent, die Hälfte mit den erneuerbaren Energien nichts zu tun hat, sondern da spielt eine ganze Reihe von anderen Faktoren eine Rolle. Und bei den erneuerbaren Energien wird auch so ein bisschen der Eindruck erzeugt, als ob das jetzt ununterbrochen so weiterginge, als ob wir in den nächsten Jahren Jahr für Jahr immer mehr bezahlen müssten. Das ist aber auch überhaupt nicht ausgemacht. Es kann sein, dass es im nächsten Jahr wieder ganz anders ist, weil es auch einmalige Faktoren sind, die diese Steigerung ausmachen. Wie gesagt, ich finde am wichtigsten, dass man sieht, was da für Kosten vermieden würden und vor allen Dingen, ob der Preis nicht noch viel mehr steigen würde, wenn wir nicht in die Energiewende einstiegen. Denn fossile Energien, Kohle, Öl, da gehen die Preise noch viel mehr in die Höhe. Und die Erneuerbaren haben einen auch senkenden Effekt. Es ist ein sehr komplexes Preisgefüge. Sie haben recht, man muss da aufklären. Mhm. Und im Moment gibt es eben eher Kampagnen, die das alles allein den Erneuerbaren zuschreiben, fälschlicherweise. Ja, wie würde denn dann die Rechnung aussehen vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn wir diese Energiewende nicht hätten, wenn wir jetzt nicht einige Preissteigerungen jetzt hätten? Ich gebe Frau Grefe recht, es wird nicht unterschieden zwischen teurer und teuer. Es wird immer gesagt, es ist teurer geworden, das ist eine furchtbar statische Betrachtung, weil es ist alles gleich und dann sieht man, aha, jetzt haben wir 1,7 Cent mehr pro Kilowattstunde, das sind 60 Euro im Jahr und alles andere lässt man gleich. Es wird teurer, das ist offensichtlich, kann man nachvollziehen. Ob es teuer ist, kann man nur dann wirklich beurteilen, wenn man den Vergleichsfall kennt. Mhm. Der Vergleichsfall wäre ja, man würde das heutige System auf der Basis von fossilen Kraftwerken, von Kernkraftwerken in die Zukunft fortschreiben. Und da gibt es Untersuchungen, die haben das gemacht für die nächsten 30 bis 50 Jahre. Und siehe da, sie kommen zum Ergebnis, am Ende des Tages ist das heutige System teurer als ein Regenerativsystem. Das Problem ist also, wir müssen in einer Übergangszeit für die nächsten 20, 30 Jahre
ja, diesen Neubau des Systems bezahlen, um am Ende davon zu profitieren. Und dieser zweite Aspekt, ja, dass es eigentlich nicht teuer ist, was wir heute machen, der wird ganz wenig kommuniziert, aber ist ganz wesentlich auch für die Akzeptanz der Energiewende. Habe ich eine leicht unterschiedliche Meinung, können Sie sich denken. Also ich glaube, wir tun uns alle keinen Gefallen, wenn wir jetzt versuchen, die Kosten runterzuspielen. Ich habe es im Eingangsstatement ja gesagt, Sie haben es vorgetragen, 20 Milliarden werden im kommenden Jahr über die Stromrechnung umverteilt. Das ist eine wirklich gewaltige Summe. Sie müssen sich mal vorstellen, ja, das ist mehr als doppelt so viel, wie im Länderfinanzausgleich verteilt wird. Das ist aber weniger als die Netzentgelte zum Beispiel. Warten Sie mal ab. Es ist doppelt so viel, wie im Länderfinanzausgleich verteilt wird. Und Sie kennen alle die Debatten, die geführt werden über den Länderfinanzausgleich. Und das ist ungefähr so viel, wie im Bundeshaushalt für Bildung, Forschung und Familie vorgesehen wird. Und wenn man jetzt, natürlich kostet die Energiewende Geld. Und natürlich kosten auch die Investitionen in Wind und Sonne und all dergleichen viel Geld. Und natürlich brauchen wir das. Aber man muss doch mit Hochdruck die Frage stellen, sind wir schnell genug mit den Anpassungen gewesen? Wir glauben nein. Und wird das Geld wirklich so ausgegeben, dass es gut und vernünftig verwendet wird? Und da haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch unsere Zweifel angebracht. Und die Debatte um die Solarenergie gibt uns da recht. Ich will noch eine Sache. Sie meinen da die Förderung, die es da gab? Nein, der langwierige Prozess vor allem. Man erkennt, oh Mann, das dauert doch, das ist zu hoch, müssen wir anpassen. Mhm. Und dann dauert es ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Und dann, bis das dann entsprechend mit irgendwelchen Formelkompromissen dann auch wieder umgesetzt wird. Also es war Ihr Vorwurf an die Politik, dass es zu langsam geht? Nein, natürlich, genau. Das EEG, das Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien, ist so konzipiert, dass die Entscheidungsprozesse viel zu komplex sind. Offenbar Bund, Länder, diese ganzen politischen Gespräche. Und das kostet richtig viel Geld. Ich will aber ein Beispiel noch mal kurz sagen. Ich will den Namen nicht nennen. Aber im Jahr 2009, Anfang 2009, hat ein Verband gesagt, im Jahr 2020 werden wir knapp 50% erneuerbare Energien haben. Sehr gut geraten oder geschätzt. Er hat aber auch gesagt, die erneuerbaren Energienumlage wird 1,5 Cent nie überschreiten. Und so viel Ehrlichkeit in der Debatte muss schon sein. Das sind keine kleinen Beträge und sie können für den einen oder anderen Haushalt eine gewichtige Rolle spielen. Und sie sind volkswirtschaftlich ganz sicher relevant. Ja, also da stimme ich mit Ihnen schon überein. Also man muss sehr genau schauen, dass eben die Mittel auch so eingesetzt werden, dass ordentlich was hinten rauskommt. Er hat das Beispiel Solar schon genannt. Windkraft ist das nächste Beispiel. Genauso schwer von diesen Subventionen runterzukommen. Aber da wird teilweise eben schon durchaus marktgerecht produziert. Aber natürlich gibt es zusätzlich die Subventionen mit einer traumhaften und vom Staat gesicherten Rendite. Also da ist natürlich aber dann genauso schwierig wieder, weil die Lobby sehr gut organisiert ist, weil eben dann auch mit den Bundesländern die Interessen immer dagegen sprechen, dass man da ehrlich mal kürzt. Biomasse ist das nächste Beispiel, wo vieles nicht gut läuft, weil die Subventionen eben so eine schöne, sichere Geschäftsgrundlage versprechen, ohne dass das Allgemeine und das effiziente aber Wirtschaften im Vordergrund steht. Die beiden Dinge muss man auseinanderhalten. Einmal den absoluten Betrag, da finde diese Zahlenspielereien wirklich nicht zielführend. Ich meine, ich könnte auch sagen, wir geben jedes Jahr 25 Milliarden Euro für Fernstraßen aus. Mhm. Ja? Da würde auch niemand sagen, oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Ja, also müssen die Kirche im Dorf lassen und sagen, das sind Zukunftsinvestitionen, ja, die tätigen wir heute für künftige Generationen. Wo ich Ihnen recht gebe, dass die Anpassungsprozesse in der Vergangenheit zu träge waren. Das ist bei der PV sicherlich so gewesen. Das ist bei Wind Onshore in der Vergangenheit nicht so gewesen. Zurzeit hat man das Gefühl, da muss man mehr differenzieren. Weil ich denke, der Anspruch des EEG ist ja schon der, diese Anlagen dahingehend zu unterstützen, dass sie gebaut werden, dass sie errichtet werden. Aber die Renditen sollten halt nicht so hoch sein, wie die Renditen, die man gewohnt war in der alten Energiewirtschaft. Und das ist natürlich auch sagen, dass die Tatsache, dass das zu solchen Investitionsaktivitäten geführt hat, auch die Folge hatte, dass die PV so billig geworden ist. Natürlich. Also auch da wird einfach die positive Seite meistens nicht gegengerechnet. Ja. Und man muss auch sagen, es ist die einzige, noch nicht mal eine Subvention, sondern eine auf die Verbraucher umgelegte Technologieinvestitionskostengrundlage, die überhaupt automatisch gesenkt wird, schon im Gesetz gesenkt wird, ohne die Debatte.
die Sie jetzt meinen, über die Jahrzehnte ist von vornherein festgesehen gewesen, das geht runter. Und ich finde es nach wie vor in allererster Linie eine Erfolgsgeschichte, dass wir heute bei der Photovoltaik auf den Preisen sind, dass wir überhaupt solche Kürzungsüberlegungen anstellen müssen. Trotzdem sagen natürlich die Verbraucher eben, es wird sozusagen auf uns letztendlich abgewälzt. Bei Facebook können unsere Zuschauer mitdiskutieren. Da schreibt jemand, die EEE-Umlage ist total ungerecht. Energieintensive werden davon befreit, darüber wollen wir auch gleich sprechen. Und reiche Bürger bauen sich eine subventionierte Solaranlage aufs Dach und verdienen sich zusätzlich eine goldene Nase. Zu zahlen hat es der kleine Mieter, der sich nicht dagegen wehren kann. Das ist natürlich auch dadurch entstanden. Ich möchte mal als eine dieser reichen Bürger, die sowas auf dem Dach haben, kurz darauf verweisen, dass es 13 Jahre gedauert, bis überhaupt meine Investition wieder drin ist. Also so einfach ist es auch nicht. Und danach habe ich dann mehrere Jahre lang wahrscheinlich umsonst Strom, das ist richtig. Aber als ich das Ding gekauft habe vor 9 Jahren, war das keineswegs richtig, sondern da war das alles noch relativ unsicher. Und da haben viele Energieversorger noch gesagt, das ist im Moment 10 Jahre her, dass die Erneuerbaren insgesamt maximal 4%, glaube ich, jemals am Strommix haben dürften. Und zwar aus physikalischen Gründen. Also man muss es auch mal historisch sehen. Das ist eine Risikoinvestition gewesen und nicht einfach nur ein Reibach. Es hat sich im Nachhinein natürlich als ganz gut rausgestellt. Es wird immer unterstellt, es wäre ein Riesenreibach. Es war eine Risikoinvestition, die von Bürgern, von Privatbürgern, von kleinen Gruppen, von Energiegenossenschaften und so weiter angestellt worden ist. Und dass das jetzt anders aussieht, ist ein Erfolg, wie Sie schon gesagt haben, des EEG und dieser ganzen Logik, die dahinter steht. Deswegen auch gehabt. Ein ziemlich verqueres Argument, weil es ein Systembeitrag und der Bürger hat immer das System bezahlt und immer die Renditen mitbezahlt, immer, zu allen Zeiten. Bloß früher waren die Renditen halt ein bisschen höher, ja, als das, was wir heute an Renditen haben an Erneuerbaren. Und die Investitionen waren auch ein bisschen höher als das, was wir heute im erneuerbaren Bereich haben. Und insofern muss man da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern Äpfel mit Äpfel. Das wird ein Systembeitrag wird immer am Ende des Tages von den Bürgern bezahlt. Aber dennoch muss man ja die Mittel effizient einsetzen. Unbedingt. Also das ist ja unbedingt. Jetzt natürlich, ja. Aber das hat man früher vielleicht ja auch nicht gemacht. Insofern auch wieder Äpfel mit Äpfel vergleichen. Eben, ja, aber trotzdem sagen, gerade weil diese Beträge unterwegs sind, müssen wir gerade umso bewusster. Wir müssen hingucken. Und da sind die politischen Mechanismen nicht unbedingt hilfreich. Da sind wir uns einig, die müssen flexibler werden. Wenn wir uns die Umlage noch mal anschauen, Sie haben, glaube ich, selbst gesagt, dass mittlerweile 50% der industriellen Betriebe tatsächlich davon auf eine Art und Weise ausgenommen werden. Nicht ganz, sie müssen schon einen Teil bezahlen, aber sie profitieren doch davon. Das muss ich korrigieren. 50% des industriellen Stromverbrauchs, das ist ein großer Unterschied. Ist aber auch nicht wenig. Ist entweder privilegiert oder freigestellt. 95% der Betriebe zahlen. Das heißt, es sind die großen Unternehmen. Aber es sind nicht nur die großen. Es kam jetzt ja doch schon durch, dass auch teilweise Unternehmen, wo man sich fragt, warum bekommen die, dass das auch bekommen. Da sind einige hineingeraten in diese Regelung, die da nicht hätten hineingehört. Und insofern ist da auch schon korrigiert worden. Aber würden Sie immer noch sagen, die sollten wirklich noch verschont bleiben, einfach um wettbewerbsfähig zu bleiben? Nein, natürlich. Man muss das viel stärker überprüfen. Das ist ja der Fehler an dieser Regelung. Also wie die eingeführt wurde 2004, war eine Prüfung vorgesehen. Ja, sind diese Unternehmen wirklich beeinträchtigt im globalen Wettbewerb? Und diese Regelung hat man dann abgeschafft, was ich für einen Fehler gehalten habe. Und jetzt ist es sozusagen pauschal, ja, mit diesen beiden Grenzen, 1 Gigawattstunde und 14% Stromkostenanteil an der Bruttowertschöpfung. Und dass bei einem solchen sehr groben Prüfkriterium Unternehmen dort reinrutschen, die überhaupt nicht tangiert sind im Wettbewerb, das liegt dann auf der Hand. Also man muss da, denke ich, in Zukunft sehr viel genauer wieder hingucken, um genau diese Ausnahmen zu vermeiden. Würde es diese Ausnahmeregelung nicht geben, wie viel günstiger oder wäre es überhaupt günstiger für den einzelnen Verbraucher, wenn es die nicht gäbe, wenn wir die mal... Gut, Pi mal Daumen. Ja? Wenn man alle Industrieermäßigungen im EEG herausnehmen würde, wirklich alle komplett, auch die, die Herr Liebrich und die SPD, die Grünen und so in der Vergangenheit für richtig empfunden haben und auch beschlossen haben, wenn man die alle rausnehmen würde, dann würde die EEG-Umlage heute nicht bei 5,3, sondern ungefähr bei 4,3 Cent liegen. Aber ich glaube, es ist niemand in der Runde, der das wirklich will. Denn wenn man es mal so auch wieder Pi mal Daumen nimmt, diesen einen Cent sollten wir uns schon auch gönnen, um sicherzustellen, dass die Energiewende nicht auf der einen Seite Jobs schafft, was ja alle begrüßen und was wirklich faszinierend zu sehen ist, gerade auch in Norddeutschland, aber auch im Süden in vielen Teilen. Und auf der anderen Seite aber ganz viele Jobs wieder aus dem Lande vertreibt. Ich glaube, das wird niemandens Interesse sein, dass man aber genau prüfen muss. Da bin ich absolut voll bei Ihnen.
Golfplätze werden, also es gab ja das Gerücht, dass Golfplätze jetzt dabei sind. Ich habe noch von keinem Golfplatz gehört. Es gibt also Anträge auf Netzentgeltbefreiung. Ja, aber dass es Anträge eben, gibt, das kann schon irgendwie sein. Ja, oder eine Brauerei. Nein, ich wollte gerade sagen, da wird jetzt auch viel erzählt, was einfach nicht richtig stimmt. Mhm. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich sind da jetzt Unternehmen reingerutscht, wo die Prüfkriterien nicht klar genug formuliert sind. Und es sorgt sind. Auch nicht dafür, dass ein Unternehmen unbedingt Energie spart. Ich denke mir doch, super, verbrauche ich ein bisschen mehr, falle ich unter die Absolut, Regelung. Das gehört, auch das passiert ja teilweise, das gehört für der mich, Stromverbrauch ja, hochgezogen wird. Ja. Oder verdienen ja nur ihre Unternehmen wieder. Also das ist ja auch ganz praktisch, oder? Sie haben schon sehr präzise Vorstellungen. Das ist auch völlig okay. Absolut. Ich bin der Meinung, das muss genau überprüft werden. Und jetzt ist es für uns als Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft natürlich auch nicht die alles entscheidende Frage, wie die Kosten am Ende verteilt werden. Das ist am Ende eine politische Frage. Das ist für unter die Gewicht und enorm wichtig. Für die Akzeptanz. Es geht nicht um die Zehntel Cent. Es geht darum, dass alle mit dem Boot sind. Es ist richtig für die Akzeptanz des gesamten Projekts. Ja. Und insofern gehört es in die Politik. Die Politik muss darüber Klarheit schaffen. Die muss das transparent organisieren. Sie muss sagen, was wo dafür steht. Darum streiten und dann einen Weg finden, wie die Kosten am Ende verteilt werden. Aber alle miteinander, Politik und Wirtschaft und Energiewirtschaft und Industrie, müssen dafür sorgen, dass die Kosten insgesamt so niedrig wie möglich sind. Gut, da hören wir dann von der Politik so tolle Tipps wie Energiesparen, was man natürlich irgendwie auch versucht, was für Sie dann wiederum nicht mehr so gut ist. Aber Nein, das ist gar nicht richtig. Sind das dann letztendlich die richtigen Tipps? Also in letzter Zeit hat man wirklich, ist es ja auch richtig, Energie zu sparen, aber eigentlich immer nur in die Richtung Veränderungen gehört. Dieses Argument ist nicht falsch, aber es überdeckt auch so ein bisschen, dass sich die Regierung untereinander nicht einig ist, wie sehr sie das Projekt eigentlich dann selber trägt. Und insofern verhindert das vielleicht auch offene Konflikte, wenn man einfach nur das vorschlägt. Und innerhalb der Regierung ist die Euphorie, sich der Energiewende zuzuwenden, doch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und manche sind nicht unbedingt mit voller Kraft dabei. Natürlich ist das Argument Energiesparen extrem wichtig. Also wenn man wirklich auf 100% erneuerbar kommen will, muss man auch Energie sparen und muss sie effizienter einsetzen. Das ist nur meistens, und so kommt es mir jetzt auch ein bisschen vor, ein wohlfeiler Appell, bei dem man sehr genau dann auch anschließend erklären muss, wie man das erreichen will. Also wir alle wissen, dass der moralisch erhobene Zeigefinger nun spart mal seit Jahrzehnten zu relativ wenig führt. Was aber meistens sehr erfolgreich ist, sind hohe Preise. Das muss man auch mal sehen, dass ein hoher Energiepreis dazu führt. Glauben Sie, das ist gerade 17, wir erhöhen ein bisschen, dadurch wird ein bisschen gespart? Naja, es war ja keine Absicht, insofern nicht, aber man kann natürlich schon darüber diskutieren und es ist in den letzten Jahrzehnten immer diskutiert worden, brauchen wir nicht eigentlich höhere Energiepreise, damit es wehtut und damit die Leute endlich anfangen, sich energieeffiziente Geräte zu kaufen. Ich persönlich bin sogar der Meinung, dass Vorschriften nicht das Schlechte ist, also Gesetze und gesetzliche Vorschriften für energieeffiziente Technologien oder für Verbrauchsobergrenzen durchaus sinnvoll sind. Also natürlich ist Effizienz und Sparen extrem wichtig und die zweite Seite, die uns auf Null bringt. Und das ist ja das Ziel. Unbedingt. Ich fand die Botschaft auch richtig von Herrn Altmaier. Als Reaktion auf Strompreissteigerung zu sagen, Moment mal, das ist ja die Energierechnung, die für uns interessant ist, als Produkt von Preis und Menge. Und wenn wir mal davon ausgehen, kurzfristig kann man nichts ändern an diesen Preisen, dann muss man bei der Menge ansetzen. Also der Gedanke, vollkommen richtig. Gut, aber hilft die Regierung dabei tatsächlich, wenn ich einen Energieberater bekomme, reicht das? Wir hatten einen schönen Vorschlag von Herrn Oettinger auf EU-Ebene, eine Energieeffizienzrichtlinie. Die war deutlich ehrgeiziger als das, was dann letztlich gekommen ist. Und wenn man sich so umhört in Brüssel, wer ist denn verantwortlich dafür, dass diese Richtlinie so verwässert wurde? Dann kommt immer nur ein Land dann als Antwort und das ist Deutschland. Und das meinte ich. Ja. Da ist die Bundesregierung eben nicht bei der Sache. Energieeffizienz wäre Teil. Genau. Und das wäre eine schöne Chance gewesen, einen Effizienzmarkt mit aufzumachen mit der Richtlinie. Das ist versäumt worden. Da muss also ganz dringend nachgebessert werden. Effizienz, ganz klar, ist wichtig. Ob das jetzt da, was die sich in Brüssel überlegt hatten, genau das Richtige gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Vielleicht ein schönes Thema für die nächste Sendung irgendwann mal. Aber ich will noch mal sagen, es gibt natürlich eine Vielzahl von Angeboten, sich beraten zu lassen, um Energie einzusparen. Übrigens auch von den vielen Unternehmen bei uns. Die vielen Stadtwerke, die Energieversorger insgesamt, die bieten das ja an. Nicht subventioniert, während zum Beispiel Verbraucherzentralen, da kann man die Angebote auch annehmen. Das ist dann staatlich subventioniert, natürlich mit
Geldern wird bezahlt, genau, ist völlig okay. Ja, es wird bezahlt, genau. Aber es gibt einiges da, wenn man wirklich ein Interesse hat, kann man sich da erkundigen. Sollte man auch tun. Für unsere Unternehmen ist das natürlich auch ein neues Geschäftsfeld. Wie können wir da reden mit kleineren Betrieben auch? Wie spart man Geld ein und wie kann man Contracting-Modelle und dergleichen entwickeln? Ganz spannendes Thema. Leider aber jetzt gerade nicht so im Fokus, weil eben alle über diese Kosten und die vielen Fragen der Energiewende jetzt in dieser neuen Phase reden. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren ein ganz wichtiges, spannendes Thema auch werden. Aber Sie sagen, die Politik müsse mehr Einsatz zeigen. Wie sollte dieser denn aussehen? Ja, Politik muss mehr Einsatz zeigen. Gut, Bund, Länder, nehmen wir das mal als Beispiel. Am 2. November trifft sich die Kanzlerin wieder mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und berät über die Energiewende. Jetzt ist es so, wir haben ein Ziel vorgegeben von der Bundesregierung. Wir haben 16 Ziele vorgegeben von den Landesregierungen. Und wenn wir aber gemeinsam in diesem Land nicht uns auf einen Ausbaupfad oder von mir aus auch einen Ausbaukorridor einigen, dann wird das wirklich verdammt schwierig, die Energieinfrastruktur so anzupassen, dass das auch gelingen kann. Sollte es einen Energieminister geben? Sollte man das bündeln? Also das ist jetzt eine sehr strukturelle Frage. Am Ende hängt es an den handelnden Personen. Das kann man so und so sehen. Ich persönlich habe da Sympathie für, aber es gibt sicherlich andere bei uns, die sagen würden, das bringt auch wieder Probleme. Ich glaube, das hängt dann am Ende wirklich daran, wie gelingt es einer oder auch verschiedenen Personen, alle Interessen so klug an den Tisch zu bekommen, dass die nicht ihre Schützengräben tiefer graben, sondern eben an Lösungen arbeiten, wie wir da vorankommen. Ist es nur ein Nachteil, wenn auch regional da noch mal anders geschaut wird? Weil dadurch können ja möglicherweise auch tatsächlich Unterschiede ausgeglichen werden. Ich halte das für einen extremen Vorteil, auf regionaler Ebene zu wirken. Und ich bin auch nicht so wahnsinnig überzeugt von diesen beinahe planwirtschaftlichen Vorstellungen, die jetzt im Moment kursieren, den Energiepfad zu entwickeln. Und dann sollen sich da alle einreihen. Jedenfalls hat die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Entscheidende ist, dass man möglichst viele Anreize hat und die in die Regionen und die Bürger motiviert, selbst einzusteigen. Das ist ja der wirklich attraktive Teil der erneuerbaren Energien, ist ihre Chance, dass man dezentral sich selbst versorgen kann und dass man mit den Energietechnologien gleichzeitig eine andere Landwirtschaft verbinden kann und Sparen dezentral gemeinschaftlich betreiben kann. Und das ist bisher das gewesen, was am schnellsten gegangen ist. Das ist es so, wollen das wirklich viele Menschen umsetzen? Weil sie ganz viel davon haben, weil sie Wertschöpfung erzielen. Das ist im Augenblick die... Bitte? Ja. Also da wäre wieder meine Frage, wer kann sich das leisten? Nein, es ist ein Projekt von Regionen und Kommunen. Da ist es im Moment am erfolgreichsten, weil die Kommunen feststellen, dass sie nicht nur sich selbst versorgen, sondern gleichzeitig extrem viel sparen. Sie sparen die Investitionen für fossile Energien und das sind Millionenbeträge. Sie schaffen Arbeitsplätze und so weiter. Es ist nicht nur ein Mittelschichtsprojekt, sondern es ist eins, bei dem auch Bauern, bei dem ganz viele Akteure beteiligt sein können. Ja, in den Energiegenossenschaften bei jeder Energiegenossenschaft können sie sich mit 50 Euro beteiligen und haben dann schon einen Anteil. Also das halte ich auch für eine... Das lässt aber außer Acht, dass an diesem Punkt sich viel entwickelt und viel zusammenkommt. Aber der Netzausbau muss ja damit dann auch standhalten. Und da gibt es dann manchmal Knackpunkte, weil... Muss irgendwie transportiert werden. Ja, aber da muss man doch den Druck dann aufrechterhalten. Man kann doch nicht sagen, man nimmt sozusagen den Druck weg, weil die Netzbetreiber vielleicht nicht so schnell sind, wie man das gerne hätte. Dann kann man nicht sagen, gut, dann gebe ich nach. Ja, es gibt aber auch ein Argument, dass man sagt einfach, ja, wenn wir es wirklich schlau machen, da muss ich Herrn Altmaier gewisserweise recht geben, dann brauchen wir gar nicht so viele Netze, wenn wir nicht überall mit der Erneuerbaren hingehen, wo jeder mal denkt, jetzt... Kurz vor der polnischen Grenze mache ich noch mal ein großes Solarfeld. Wir brauchen schon einen massiven Netzausbau auf allen Spannungsebenen. Der ist auch volkswirtschaftlich gesehen am allerkostengünstigsten. Wir müssen das ja auf die Spitze treiben. Wir müssen nicht jede letzte Kilowattstunde einer Windanlage abtransportieren können. Da gebe ich Ihnen recht. Aber insgesamt brauchen wir Ausbau der Netze auf allen Ebenen. Und das muss auch forciert werden. Die Anreize sind da durch die Netzregulierung. Also insofern sind die Hausaufgaben eigentlich gemacht. Und man muss sozusagen jetzt darauf bestehen, dass es auch umgesetzt wird. Und nicht jetzt sagen, die sind vielleicht nicht so schnell Netzbetreiber, nehmen wir die Luft raus. Fehlt da nicht der Druck letztendlich? Das war jetzt aber nicht mein Argument sozusagen. Mein Argument war eher, man braucht vielleicht gar nicht so viel Netzausbau. Doch, wenn man nicht überall sozusagen jeden letzten
großen Solarpark vor der Grenze sozusagen noch anschließen muss. Also man braucht schon auf allen Ebenen, selbst wenn man das so macht, was vernünftig ist, wie Sie es andeuten, braucht man immer noch genug Netzausbau, um diese Durchmischung auch hinzubekommen in Deutschland zwischen Wind und Solar und den restlichen Optionen. Wenn ich da zu kurz was sagen darf. Bitte, bitte, dafür sind wir hier. Ja, klar. Es gibt ja Übertragungsnetze und die Verteilnetze. Und in der Tat, wir werden einen sehr hohen Ausbau der Netze noch brauchen werden. Und wir werden das alle Jahre jetzt überprüfen mit dem neuen Netzentwicklungsplan. Und das ist ja auch ein vernünftiger Vorschlag der Bundesregierung. Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen jetzt in dieser Legislaturperiode auch noch umgesetzt werden, sodass man da mal wieder eine Struktur hat und einen Mechanismus. Was aber wirklich grotesk ist, wenn wir teilweise erneuerbare Energien in Regionen ausbauen, von denen wir jetzt schon wissen, dass nur noch ein kleiner Teil ist jetzt übertrieben, aber bei weitem nicht mehr alles abtransportiert werden kann, weil die Netze nicht ausgebaut sind. Und das ist jetzt nicht so, dass wir heute schon ein gigantisches Problem haben, aber es ist ein sehr stark aufwachsendes Problem. Das kann auch noch viel stärker aufwachsen und da kommt eine neue Kostensäule auf uns zu. Und deswegen sagen wir, wir müssen das Ganze doch so planen, dass wir eine Synchronisierung von Netzausbau und erneuerbaren Energien haben. Und wenn es dann so ist, dass der Netzausbau an irgendeiner Stelle es nicht zulässt, dass weitere erneuerbare Energie eingespeist wird, weil die Situation nun mal so ist, dann muss man an der Stelle auch noch mal sagen, Vorrangregelung geht jetzt nicht. Sorgt dafür mit, dass die Netze ausgebaut werden. Geht zu eurem Landrat, der geht zum Umweltminister und sagt, hier müssen jetzt aber schnell die Netze ausgebaut werden, damit wir unseren Windpark wieder ans Netz bekommen müssen. Wir müssen ein wenig wieder Gespür für eine Reihenfolge in diesen Projekten haben. Die Hausaufgaben müssen die Netzbetreiber zunächst mal auch machen. Bisher war es doch so, dass relativ rigoros geplant wurde, die und die Trasse möchte ich. Und ist nicht davon abgewichen, hat keine Alternativen entwickelt, hat gesagt, das möchte ich. Da gab es vielleicht Widerstand dagegen und dann ging das nicht voran. Man muss viel pragmatischer rangehen und sagen, wir müssen gucken, gibt es denn wirklich Alternativen auch dazu? Und dann haben wir zum Beispiel mal durchgerechnet, wenn man einen Teil des Netzes in den Boden bringt, als Teilverkabelungslösung, ist das zunächst mal teurer, aber im Prinzip volkswirtschaftlich gesehen. Aber wahrscheinlich auch beliebter beim Bürger, weil viele wollen noch einfach diese Hochspannungs... Das heißt, diese Art von Pragmatismus im Netzausbau. Also erstens ist das unterschiedlich und zweitens ist das lange her, was Sie sagen. Denn in den letzten Jahren wird ja so viel gesprochen über unterschiedliche Ausbaukonzepte von Leitungen. Also ich glaube, das kann man den Netzbetreibern heute nicht mehr vorwerfen. Also da ist der Dialog wirklich intensiv. Ich kenne kein anderes Projekt, bei dem so viel über solche Projekte geredet ist. Und dann kommt es auch mal vor, dass die Leute sehen, wie so eine Erdverkabelung aussehen würde in der Fläche, sodass die dann am Ende sagen, vielleicht sind doch die Masten über dem Wald nicht ganz so schlimm, wie diese breite Schneise durch einen Wald. Was glauben Sie, wie lässt sich das vereinbaren? Also dass eben schon einige sagen, wir wollen in der Region was machen, wir wollen das vorantreiben, aber immer wieder sich Bürgerinitiativen bilden, die sagen, wir wollen das aber nicht bei uns haben. Es lässt sich durch Diskussionen und durch Debatten und durch Einigungsprozesse und das eben auch am besten auf der regionalen Ebene vereinbaren. Und was Sie sagen, also die allerletzte Windkraftanlage noch anschließen, das halte ich für ein relativ marginales Problem, weil das wird aus Kostengründen rational gar nicht passieren. Für mich ist entscheidend, dass bei den Plänen, die diskutiert werden und die eben immer von diesen langen zentralen Leitungen alles aus der Nordsee sozusagen übers Land verteilt, nicht vergessen wird, dass man sehr viel schneller auf der regionalen Ebene auch über Netzausbauten mit niedrigerer Spannung und so weiter sehr viel schneller schon zu auch meistens innovativeren Lösungen kommen kann. Und das haben Sie ja gerade am Anfang auch gesagt, wir wissen oft noch gar nicht, was da alles bei rauskommen kann und was jetzt schon dabei rausgekommen ist, gerade bei diesen Experimenten in den Kommunen, die dann Wärmeversorgung und Stromversorgung im Gespräch, in der Debatte, im Streit auch, klar, aber doch entwickelt haben. Das ist das, was im Moment den Erfolg ausgemacht hat. Und den darf man nicht gefährden. Und die Gefahr sehe ich ein bisschen bei der jetzigen Debatte. Ja, da ist wirklich die Frage, wie sieht es der Bürger letztendlich nochmal? Also wenn man da Umfragen sich anschaut, ist es teilweise dann doch schon so, dass doch im ersten Moment auf die Rechnung geguckt wird und gesagt wird, Energiewende, naja, ich weiß ja nicht. Das schon, aber bei Umfragen ist umgekehrt dann die Unterstützung für die Energiewende doch erstaunlich hoch. Also konstant über 2/3. Mhm. Also, aber man will die Folgen nicht so recht, oder? Naja, das ist ja oft so. Das Problem jetzt in der Debatte ist das aufkommende Wahljahr nächstes Jahr. Und Arbeitslosigkeit ist wahrscheinlich nicht das große Thema, aber Strompreis ist eben so ein Thema, was jeden irgendwie betrifft und was wahrscheinlich ausgereizt werden wird. Also insofern
egal wie stark das jetzt tatsächlich im Geldbeutel ankommt, eben auch bei Ärmeren kommt es tatsächlich stärker an, aber es wird so ein Thema sein. Mhm. Ihr belastet die Bürger über Gebühr. Aber das ist so absurd, weil Sie, wie Sie sagen, die Mehrheit, die für die Energiewende eintritt, ist so riesengroß, dass man sich fragt, warum eigentlich die Politiker nicht die einmalige Chance nutzen, endlich mal eine solche Zustimmung auch in die Praxis umzusetzen. Also sei es durch Aufklärung, was ist eigentlich der Strompreis, aber vor allen Dingen auch durch Optionen, die eröffnet werden, durch Wege, die aufgezeigt werden. Also es ist doch selten, dass man sagen kann, 80-90% der Bevölkerung ist sich einig im Ziel. Warum aber werden die dann nicht da entsprechend motiviert? Ist doch menschlich. Sondern also stattdessen heißt es, wir wissen schon, ihr wollt nichts bezahlen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Die Leute wollen bezahlen. Die zahlen zum Beispiel in den Energiegenossenschaften ein und. Also das ist eine Motivationsfrage, die ich sehr vermisse. Ich möchte einem anderen Punkt mal sagen, die dass Leute es menschlich gibt's ist, sowieso nie, das eine ist richtig. Rational zu unterstützen, das andere dann vielleicht doch abzuwehren, wenn es darum geht, eben die ganze Infrastruktur im eigenen Hinterhof zu haben. Dann sind ja auch die der neuen Energieversorgung sehr aufgeschlossen sind, auf einmal dagegen. Also das ist eben, wenn die Kosten unmittelbar zu spüren sind, dann hat man erstmal den Reflex, nee, das ist jetzt ungerecht, ich will nicht so viel damit zu tun haben. Aber das ist ja auch dauernd. Wir haben ja gerade wieder die Debatte, dass die Mieten steigen. Das heißt, das nächste Thema ist auf der Agenda. Demnächst steigen wir die Benzinpreise, haben wir das wieder auf der Agenda. Das heißt, immer wenn irgendwas steigt, gibt es einen Aufschrei. Das ist, ja, das ist so, das ist ganz natürlich und wird auch, denke ich, dieses Problem Energiewende, Ausbau kostet Geld auch wieder ein Stück weit relativieren. Ich wollte auf das gespaltene Bewusstsein abzielen, also dass man das eine unterstützt, aber wenn man konkret betroffen ist, dann doch jault. Ja, aber das ist ja in den Medien sozusagen immer mal ein Thema, wo man darauf fokussiert und dann wird das wieder abgelöst durch ein nächstes Thema. Insofern, aber der Strompreis begleitet uns, glaube ich, schon länger und wird uns noch ja, aber länger, die oder die Energiewende. Akzeptanz der Energiewende, denke ich, ist das Entscheidende. Und da wird aber woran liegt es, dass diese Akzeptanz nicht... Der Strompreis ist immer gestiegen in den letzten Jahren. Aber warum entsteht es denn dann letztendlich auch? Da ist doch vielleicht eben der Vorwurf an die Politik, dass da nicht genug eben aufgeklärt wird, dass die Menschen teilweise, wenn sie sich ihre Rechnung angucken, und mir geht es auch so, ich mich auch frage, was bezahle ich da eigentlich? Wo ist da eigentlich die Steuer, die an den Staat geht? Wo ist da die Mehrwertsteuer mit drin? Was bezahle ich da überhaupt? Ja. Da gebe ich Ihnen recht, das müsste transparenter dargestellt werden. Ne? Es müssten auch Entwicklungen aufgezeigt werden, auch von anderen Dingen, ja? Wie Heizölpreise, wie Benzinpreise, um das zu relativieren. Preise steigen nun mal. Also wer das bei den Strompreisen wissen will, der darf bei uns auf der Homepage nachschauen, weil wir das regelmäßig natürlich machen. Wie lange suchen wir ihn? Ehrlich ist es, kümmere ich mich gleich morgen. Okay. Gleich auf die erste Seite. Ich will aber wirklich auch mal sagen, jetzt reden wir doch sehr intensiv über die Kosten und auch zu Recht, weil das so im Fokus ist. Ich will das gar nicht sagen. Aber wir müssen diese Debatte auch irgendwann überwinden, weil wir ja weiter vorankommen müssen. Denn die eigentliche Herausforderung, und das haben Sie übrigens, wenn ich das sagen darf, in einem Vortrag, den ich von Ihnen gesehen habe, ganz hervorragend dargestellt, die eigentliche Herausforderung ist es, das System, das wir haben, umzustellen auf eines, bei dem die fluktuierenden erneuerbaren Energien, also die, die eben mal da sind und mal nicht, Winde und Sonne insbesondere, das im Kern und im Zentrum der neuen Energieversorgung stehen. Und damit verbunden sind eine wirklich große Vielzahl von, ich will nicht Probleme sagen, Herausforderungen. Wirklich Herausforderungen. Ja. Herausforderungen, die zu lösen auch spannend sein können, die anstrengend sind und wo wir heute vielleicht alle noch so ein bisschen im Nebel sind. Aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir in ein, zwei Jahren das auch dann ein bisschen hinter uns haben, dass wir ein bisschen klarer sind, wie geht das zusammen, erneuerbare und konventionelle Kraftwerke, die wir als Backup-Kraftwerke auch weiter brauchen müssen. Wie bekommen wir den Strommarkt so hin, dass wir nicht mit Zwangsregulierung eingreifen müssen, wie das die Bundesregierung gegenwärtig plant, sondern dass das Ganze nicht so hektisch und chaotisch wirkt, sondern ein bisschen strukturiert wieder und die Schritte klar und erkennbar sind und von grundlegenden Einstellungen auch begleitet. Das würde uns freuen. Gibt es überhaupt noch eine Alternative? Naja, es gibt viele, die Handbremsen ziehen, es gibt viele, die Fußbremsen drücken, aber nee, das Ziel, das ist klar. Da würde ich sagen, der Ausstieg aus der Atomkraft, was ja ein erster Teil des Ganzen ist, der ist, denke ich mal, unumkehrbar, würde ich ziemlich sicher sagen. Und der Einstieg in andere Energiegewinnung ist damit dann ja auch schon angelegt. Also ich glaube auch, das Ziel ist klar, dass die Frage ist die des Tempos. Und im Augenblick führen die Debatte um den Strompreis und die um die sogenannte Quotenregelung und alle möglichen anderen, ich nenne es eben planwirtschaftliche Modelle, dazu, dass verlangsamt zu werden droht. Und das halte ich für das größte Risiko und für das größte Problem. Wir dürfen nicht im Tempo nachlassen, weil wir haben ja ein
wir haben ja ein anderes Problem, nämlich den Klimawandel zum Beispiel. Und 2006, glaube ich, war es, als uns die Wissenschaftler vorgerechnet haben, dass wir 10 bis 15 Jahre Zeit haben, um die Weichen zu stellen. Und davon sind jetzt schon 6 Jahre vorbei. Mhm. Das heißt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass der Schritt, über den wir uns alle einig sind, das Ziel, dass das nicht jetzt verlangsamt, also dass die Schritte dorthin nicht verlangsamt werden. Und da gibt es aus meiner Sicht politische Interessen, die daran arbeiten. Also die Initiative Soziale Marktwirtschaft, die jetzt überall plakatiert, nieder mit dem EEG, nicht wörtlich, aber sinngemäß, das finde ich unverantwortlich. Das ist ja noch schlimmer, die sagen, die Energiewende retten, EEG stoppen. Ja. Das hat schon einen etwas morbiden Charme, ein solcher Spruch, ja, weil das trifft überhaupt nicht das Problem, sondern das EEG ist der Motor der Energiewende und wir müssen das weiterentwickeln, da sind wir uns auch einig. Schnell. Man muss auch systemdienlich weiterentwickeln, man braucht eine vernünftige Planungsgrundlage für die nächsten 20 Jahre, um die Ziele, die ja durchaus ehrgeizig sind, die aber auch schon vor Fukushima festgelegt wurden, übrigens von der Regierung, ja, um die wirklich zu erreichen. Und da gebe ich Frau Gräfe vollständig recht, wir dürfen an Dynamik nichts rausnehmen, sonst können wir die Ziele nicht erreichen. Aber wie kann die derzeit mal angekurbelt werden, die Dynamik? Was müsste da passieren? Schnell die Wahlen machen, das kann man zwar nicht beeinflussen, aber das wäre toll. Ja, dann ein weiterentwickeltes Erneuerbares-Energien-Gesetz, wo diese Weichen nochmal feinjustiert werden, wo nochmal neue Weichen auch gestellt werden. Aber wo auch man langsam dann etwas mehr Markt. Ja, mit dem Markt ist so eine Sache. Ich nehme das Wort Markt sehr ungern in den Mund, weil es ist im Bereich Stromsektor, Stromsystem nur verwirrend. Da haben wir bestimmte Teilmärkte, wir haben Segmente, die haben nun wirklich keinen Markt. Also das ist sehr viel komplexer. Markt oder Planwirtschaft trifft die Diskussion gar nicht mehr. Das ist 50er Jahre Diskussion. Es geht wirklich darum, wettbewerbliche Elemente in ein hochkomplexes System hineinzunehmen. Da gebe ich Ihnen recht. So würde ich das auch. Gut, also wenn Sie mir diese Definition so eng auslegen, ja, aber man muss auch langsam von Erzeugern erneuerbarer Energien etwas mehr wettbewerbliche Orientierung verlangen. Jein. Also ich meine, der Wind weht da, wo er weht, die Sonne scheint da, wo sie scheint. Da habe ich wenig Flexibilitäten. Im Bereich Biomasse ist völlig anders, gebe ich Ihnen recht. Da sind Flexibilitäten da, die kann ich auch nutzen fürs System. Also muss da wettbewerblich sein, wo es wirklich auch von den Randbedingungen her geht. Außerdem haben wir da ein massives öffentliches Interesse an Innovation und Forschung. Und da ist einfach noch so viel zu machen, dass ich auch denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir die Industrie bei uns halten, die ja im Moment bei der Photovoltaik schon fast gefährdet ist. Wo gerade der Osten Deutschlands sehr betroffen ist, wo man die Arbeitsplätze gerade gebraucht hat. Aber wenn Wind schon wettbewerbsfähig her erzeugt wird, dann kann ich ja auch erwarten, dass ich mich dann stärker an diesen Preisen orientiere. Nein, die Strombörse lenkt ja nun gerade den optimalen Einsatz der bestehenden Anlagen. Und die Preise zurzeit bei 4,5 Cent oder so, die erlauben nicht mal den Neubau von Gas. Kraftwerken, geschweige denn von Windanlagen, die Grenzkosten null haben. Müsste Strom eigentlich heutzutage noch teurer sein? Ja, das ist eine gute Frage. Rein theoretisch. Ich halte nicht so viel von der Preislenkung von Strompreisen im Massenkundenbereich, also bei Haushalten. Also Strom ist eher ein untergeordnetes Produkt im Gesamtportfolio eines Haushaltes. Und da müssen die Preise schon ganz schön erhöhen, bevor man da wirklich eine Signalwirkung mit erreicht. Das ist in der Industrie anders, aber im kleinen Gewerbebereich, bei Haushalten, darf man diese Preissensibilität beim Strom nicht überstrapazieren. Die wirkt nicht und hat bisher auch nicht gewirkt. Da brauchen wir andere Instrumente. Sie haben ja gerade gefragt, was kann man denn jetzt tun noch? Und ich will wirklich ganz Konkretes, etwas Konkretes nennen, was jetzt noch sinnvoll wäre. Wir müssen schauen, dass wir die Regulierung für die Verteilnetze, also für die Landstraßen sozusagen in den Netzen so gestalten, dass man dort innovativ tätig sein kann und man dadurch auch wirklich mehr Intelligenz in die ganze Stromversorgung hineinbekommt. Und da gibt es einfach in der Regulierung noch Blockaden. Das ist ein bisschen bedauerlich und das kann dieses Jahr noch angefasst werden. Das wäre ganz vernünftig. Trotz Wahlkampf. Vielen Dank für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Bis dahin. Tschüss.